Hallo Leute, willkommen zurück zu Warptorium. Hier auf einem neuen Planeten. Oh, und ich denke, wir machen uns hier bald wieder aus dem Staub. Zu viele Aliens hier rum. Vielleicht platzieren wir aber mal was für Eisen hier. Ja, und da kommen schon die ersten. Bis wir auf den nächsten Planeten weiterziehen. Ein Planet weiter und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Sieht waldig aus, sieht grün aus. Ah, das gefällt mir doch hier auf dieser Seite etwas öder. Aber definitiv besser als der letzte Planet. Da hinten haben wir zwar schon das erste Nest. Aber das ist ja kein Problem. Mit der guten Munition, mit dem Schaden ist das 1-2 erledigt. Und dann stelle ich mal hier die Plattformen aus, verbinde Kohle und Stein. Und dann werden wir sehen, was wir denn so in der Umgebung vorfinden. Abgesehen von der Tatsache, dass wir einfach nicht genug von den blauen Fläschchen erzeugen, dass wir in vernünftigen Maß forschen könnten, geht es ganz gut. Und was ich vergessen habe, ist hier die Steinlinie anzuschließen. Dann habe ich gesehen, wir könnten etwas mehr Öl brauchen. Und da oben rechts, da gibt es irgendwo ein Feld, das ich anzapfen könnte. Machen wir das so. Haben wir den hier. Und dann machen wir das ganz einfach, ohne große Umstände. Umspannwerk und ein paar Türme. Und dann sollten wir auch etwas Öl in unsere Basis bringen. Nicht, dass wir derzeit einen großen Verschleiß an Ölprodukten hätten. Kunststoff ist hier vollgelaufen und auch die Leichtöl ist voll, Schweröl ist leer, aber Schmiermittel ist voll und ja, Flüssiggas ist auch voll. Also was möchten wir noch mehr wollen, außer blauen
Fläschchen, die wir einfach zu schnell wegforschen. Und ich glaube, hier der Knackpunkt ist effektiv, dass wir hier zu wenig produzieren. Was ist, das hier so mache? Und dann kann ich zwei Maschinen haben, die mir die Maschinen herstellen. Und dann brauchen wir vielleicht hier noch einen, der mir das so übers Kreuz liefert. Und wenn ich jetzt hier das so nach außen gebe, hier reinhole, dann sollten wir etwas mehr produzieren können. Hoffe ich zumindest. Wenn wir jetzt noch etwas mit Modulen arbeiten, hier etwas Geschwindigkeit, da Produktivität, oder zumindest einmal Produktivität, einmal Geschwindigkeit, dass sich das in etwa ausgleicht, dann sollten wir doch auf gutem Wege sein, hier mehr herauszubekommen. Ja, die stauen sich hier. Und wir haben etwas Fläschchen. Wenn wir die Produktion anschauen, da haben wir gar nichts produziert. Aber so spitzenmäßig hält das nicht wirklich so auf. Ich hoffe dennoch, dass es unter dem Strich etwas mehr ist als das, was wir bis hierhin produziert haben. Und wir haben mehr Platz. Womit soll es denn weitergehen?
Kernenergie. Bevor wir Kernenergie wirklich einsetzen können, brauchen wir unseren Keller etwas größer. Aber ich denke, wir fangen mal hiermit an. Das sind 800 Flächen. Da haben wir wahrscheinlich ein Weilchen daran zu kauen. Und Rot und Grün sind auch ausgegangen. Dann packe ich da gleich mal 800 von denen rein. Dann sollten wir mindestens diesbezüglich eingedeckt sein. Und dann müssen wir halt schauen, wie wir da mit den blauen Flächen hauswirtschaften können. Wir haben noch eine halbe Stunde hier auf dem Planeten. Hier auf dieser Seite sieht es ziemlich gut aus, ziemlich grün, ziemlich waldig. Aber auf dieser Seite, da sind zwei große Nester, da oben ein Nest. Ich denke, ich muss mich mal um das obere da kümmern, bevor es uns Probleme macht. Das Setup hier unten mit dem blauen Fließband bis fast ganz nach hinten, das scheint zu funktionieren, denn nun haben wir hier überall genügend Eisenerz drauf, so dass wir hier zumindest diese drei Stahlschmelzen befüllen können, und wir haben hier fast schon alle Stahlkisten voll. Was heißt, wir bekommen fast ein volles Band an Eisenplatten raus, und so wie es aussieht, können wir hier unseren Stahlverbrauch nicht ganz halten. Sprich, wir verbrauchen mehr Eisen als wir verbrauchen mehr Stahl, als wir produzieren. Aber wir können allenfalls irgendwann noch mehr von diesem Setup hinzufügen, denn hier auf dieser Ebene, da plane ich eigentlich nichts zu haben, außer diese Schmelzen für Eisenerz und Kupfererz. Da wir in etwa nur halb so viel Stahl produzieren, wie wir verbrauchen, denke ich, müssen wir hier einfach mal verdoppeln. Und für das brauche ich mehr von den Höfen. Die brauchen Ziegelstein, aber auch Stahl. Und hier unten und ich hoffe, dass ich hier dann auch ausreichend Erz habe. Nicht, dass uns das ausgeht. Hier oben kommt überall
ein Produktivitätsmodul rein. Dann verbinden wir das hier auch so. Und dann machen wir das hier so ran. Und dann sollten wir sehen, wie wir in etwa gleich viel Stahl produzieren, wie wir verbrauchen. Nun sieht es fast so aus, als ob wir gleich viel Stahl produzieren, wie wir verbrauchen. Etwas mehr, aber wir sind fast da, wo wir sein wollen. Natürlich an den blauen Fläschchen hapert es nach wie vor, aber wir haben schon mehr als 10% der Forschung, was mindestens aus meiner Sicht doch ziemlich gut ist. Hier unsere Ölvorräte sind auch fast aufgefüllt. Da geht wahrscheinlich nicht mehr viel rein. Ja. Und weil wir derzeit ja auch nichts an Öl verbrauchen, kann ich hier dann ja auch schon mal zusammenpacken und muss mich nicht darum sorgen, dass wir das allenfalls in letzter Minute übersehen, dass wir da noch einen Außenposten stehen haben. Wir können natürlich auch einfach hier noch eine zweite Maschine hinstellen, welche die blauen Fläschchen produziert. Solange wir genügend vom Eingangsmaterial haben, sollte das die Produktion der Fläschchen verdoppeln. Mal schauen, ob das auch der Realität entspricht. Ja, da haben wir wesentlich höhere Peaks. Und da unten ist mir doch tatsächlich der Schwefel ausgegangen. Da produzieren wir dann natürlich auch Küche. Mehr als ein Fünftel der Forschung haben wir schon, fast ein Viertel, aber langsam wird es an der Zeit, hier unsere Strommasten einzupacken, unsere Förderbänder zu krallen
Natürlich auch unsere Plattformen. Und dann zum nächsten Planeten zu ziehen. Also, das war's für heute. Und wir sehen uns auf dem nächsten Planeten wieder. Bis dann und tschüss.